Ja, servus, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir machen heute mal was Neues, und zwar machen wir jetzt mal ein Let's Play zu Pokémon Go. Habe ich nämlich eine ganz neue Version vorliegen und da wollte ich euch mal ein bisschen was hier dazu zeigen. Und deswegen gehen wir am besten auch hier gleich mal in die App und schauen mal, was das lädt. Okay, also hier schon mal ein nices Logo hier von der Firma und dann hier der gute Ladescreen. Haben sie auch alles neu gemacht hier mit Professor Eich und alles. Okay, nicht schlecht, da klicken wir jetzt gleich mal die Meldung hier weg. Und was sehen wir hier wieder in der Gegend? Nur lauter Crap. Wir haben hier Marcel Davis, wir haben Paras und irgend so ein Habicht. Haben wir natürlich alles schon gefangen, brauchen wir jetzt auch nicht. Schauen wir lieber mal in den Shop, ob es da auch irgendwas Neues gibt in der Version. Oh, was haben sie da unten? Ein Poke-Inder. Der Poke-Inder. Oh, weiß ich, ob der dafür gedacht ist, hier die App neu zu programmieren, damit es endlich mal alles funktioniert. Aber kann ich mir jetzt eh nicht leisten, leider. Schauen wir lieber mal hier durch die Gegend, was es da noch gibt. Aktuell nur noch Paras hier zur Verfügung. Haben wir natürlich schon im schönen hohen Gras irgendwo versteckt. Suchen wir jetzt natürlich auch nicht. Regnet, auf keinen Bock. Wenn wir mal da in der Gegend und es joint hier nochmal Marcel Davis. Wo spawnt Marcel Davis? Wollen wir hier mal schauen? Ah, da ist Marcel Davis. Wir fangen jetzt natürlich auch nicht, weil wir haben den schon. Kann ich euch mal zeigen in meinem Inventar. Also irgendwo bei den Pokémon müsste ich schon mal Marcel Davis gefangen haben. Da ist ja auch hier alles verglitscht. Animationen schauen auch noch nicht so sauber aus. Die Attacken waren auch nicht so gut. Was hat der WLAN? WLAN und Kundenservice. Später bin ich aber nochmal raus und habe euch da mal nochmal ein bisschen die Gegend abgesucht für euch fürs Let's Play und habe ich ein neues Pokémon gefunden. Muss ich natürlich gleich mal fangen, weil das hatte ich auch noch nicht, war unten noch grau. Und dann mache ich das auf, aber auf einmal glitscht hier der ganze Scheiß übelst zusammen. Mir geht meine App auf einmal zu, haut's da raus, dann mache ich sie danach wieder auf und was sehe ich da? Auf einmal beim Pokéball ist irgendwie so ein komisches Zeichen. Wahrscheinlich habe ich hier jetzt hier irgendwie 130.000 Stück von den Dingern. Auf jeden Fall müssen sie die ganze App dann nochmal neu programmieren, weil es alles voll für den Arsch. Dementsprechend werde ich das Let's Play jetzt auch erstmal nicht fortführen. Let's Play geht dann irgendwann weiter, wenn es mal gescheit funktioniert, aber hier. Also was war das Positive? Vielleicht der Ladescreen. Und dass hier Marcel Davis hier eingebaut haben, aber ansonsten kannst du den ganzen Scheiß doch vergessen. Also, wir sehen uns dann irgendwann mal anders wieder. Bis dann, ciao.